Antike Mauern mit Einträgen in dicken Geschichtsbüchern können durchaus Möglichkeiten bieten, dynamisch und lebendig Menschen zu unterhalten. Auf der Festung Ehrenbreitstein findet das ganze Jahr über Kultur statt. Auch hier musste im Frühjahr 2020 pausiert werden, doch im Sommer wurden viele Ausstellungen wieder eröffnet. Eine besondere Herausforderung war da die Spieleausstellung, bei der man einiges selbst ausprobieren kann, denn nach Benutzung müssen alle Stücke desinfiziert werden. Die interaktive Spielewelt zeigt, wie man auf die Idee kam, vor fast 140 Jahren die ersten Brettspiele zu erfinden. Man spielte noch mit einfachen Mitteln. Steine prägten wohl auch schon vor der Zeit des Kunststoffs das professionelle Brettspiel. Spielanleitungen kamen erst am Ende des 19. Jahrhunderts aus Deutschland. Seither ist das Brettspiel bei allen Generationen begehrt. Es gibt immer wieder neue Trends und viele Stationen dieser Geschichte zeigt die Ausstellung. Fast könnte man meinen, dass die hohen Räume mit über 1200 Quadratmetern sogar etwas groß dafür sind. Die Menschen können sich gut verteilen, was gerade zur Corona-Zeit dann doch gut passt. Kinder können einiges ausprobieren, aber für Erwachsene ist die Ausstellung genauso interessant. Denn alle von uns sind mit verschiedenen Spielen aufgewachsen, die hier gezeigt werden. Von Memory über das verrückte Labyrinth, von Hase und Igel zu Tikal. Noch bis Januar 2021 zeigt das Landesmuseum Koblenz die Ravensburger Spielewelten in Kooperation mit dem Verlag. Der 2000-jährigen Kulturgeschichte des Weines im heutigen Deutschland ist das Weinreich gewidmet. Das Anbaugebiet A ist nicht weit weg, doch direkt zu Füßen des Ehrenbreitsteins treffen sich die Gebiete Mosel und Mittelrhein. Selbst probieren kann man dann in der Vinothek. Im Zuge der Bundesgartenschau 2011 wurde die Festung als große Museumswelt auf Vordermann gebracht. Beeindruckende archäologische Schätze von Rhein und Mosel werden in der Vorzeitenausstellung gezeigt. Hier werden die Spuren aus der Steinzeit, ebenso der Römer und Kelten, sichtbar. Bis in den Sommer 2020 war auch die Ausstellung Max Jacobi hier zu sehen. Leben und Werk eines jüdischen Fotografen aus Koblenz. Jacobi wurde 1919 in Koblenz geboren. Seine Familie musste während der Nazi-Diktatur nach Argentinien fliehen. 20 Jahre später kehrte der jüdische Fotograf zurück und wurde zu einem bekannten Bildreporter. ...1987 erhielt er den Kulturpreis der Stadt Koblenz und starb 2009 in Berlin. Ein Innenhof ist mit Glas überdacht und zeigte 2020 ebenfalls Fotografien. Auf dem Dach des Museums kann man jedes Jahr die Gärten bestaunen. Sie zeigen, welche Pflanzen in einem mittelalterlichen Bauerngarten typisch waren. Ebenso in einem Selbstversorgergarten von Bewohnern der Festung Ehrenbreitstein aus den 1950er Jahren, als einige Koblenzer nach dem Krieg hier oben Unterschlupf fanden. Die Pflanzenwelt zwischen alten Steinen unter dem Himmel kann auch einfach entspannen. Ein Besuch der alten Mauern, der riesigen Anlage, lohnt sich schon wegen der Festung mit ihren riesigen Steinen. Abwechslungsreiche Ausstellungen wird es auch in der nächsten Saison geben.